Willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. Yeah! Direkt mit einem Hupen begrüßt, sehr schön. So, wir haben im letzten Part, du bist sehr langsam, Cole. Am letzten Part haben wir ein paar Straßenverbrechen gemacht. Aber wir wollen uns heute mal wieder um einen Fall kümmern, auch wenn wir gestört werden. Ist das auch markiert? Das habe ich nämlich verändert. Ah, da ist ein Straßenverbrechen. Ja, ich hab's falsch markiert. Wo ist denn der Tatort? Moment, ist das der Tatort? Ja. Scheiß jetzt auf Straßenverbrechen, weil wir nicht die ganze Zeit Straßenverbrechen machen, auch wenn die lässig sind. Mache ich dann immer so alle zwei Parts oder so. Wir wollen jetzt langsam mal wieder mit dem Fall weitermachen, weil wir haben die gar nicht richtig begonnen. Wie gesagt, wir müssen zum Tatort. Aber ich denke, wir werden ihn dann ab und zu mal unterbrechen, um Straßenverbrechen zu machen. Aber jetzt nicht. Und ich habe ja ein paar Straßenverbrechen verkackt schon. Die kann ich nicht mehr machen. Weil ich jetzt im anderen, weil ich befördert worden bin halt. Und die kann ich aber machen, wenn ich den finalen Fall gemacht habe. Also den letzten Fall, wenn wir durch sind. Dann kann ich die wieder auswählen, wurde kommentiert. Vielen Dank für den Hinweis. Mal gucken, wie ich das mache. Die würde ich schon gerne zeigen. Allerdings wollte ich das Spiel eigentlich mit dem finalen Fall abschließen. Mal gucken, wie wir das machen. Haben wir noch genügend Zeit? Das dauert ja noch ein bisschen. Aber ich lade ja jetzt wieder regelmäßig hoch und fahre Schlangenlinien und ich bin nicht besoffen, nein. Ja, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Das ist sehr schwierig für mich. Weil wenn ich irgendwas spiele, dann muss ich mich immer umgewöhnen. Denn die Steuerung ist anders wie in GTA 4. Zum Beispiel, also Ballad of Ketoni mit dem Sprinten und so. Können wir da irgendwie abkürzen? Moment! Danke! Yeah! Ralla Makasam! So. Halt die Fresse, Kollege, Partner. Kollege Nase. Wo ist das denn? Habe ich schon einen Unfall gebaut heute? Ne? Noch nicht. Heftig. Jetzt bin ich mal gespannt. Tatort untersuchen. Tatort. Mal schauen, ob wir Til Schweiger sehen. Wahrscheinlich nicht. Tatort. Now boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter. So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to be that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain, who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Tägliche Berichte, okay, dann musst du auf meinen Kanal gehen, mich abonnieren, und dann siehst du meine täglichen Berichte, oder meine zweitägige Berichte. Okay, die Reporter machen wieder Stress. Die haben wieder hier viel zu bemängeln, um viele Fragen zu stellen. Gutes Deutsch, viele Fragen haben die an uns oder an die Polizei. Wir unterhalten uns mit dem Typ. Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Unter dem Pfefferbaum. Ja. Wo denn? Ihr seht noch nichts. Er ist sehr langsam und läuft durch. Oh, geil. Ich kann durchlaufen, ha. Noch ein Kollege, guten Morgen. Was? Ich habe doch nur guten Morgen gesagt. Wo? Ah, da. Direkt schon ein Hinweis, Moment. Gucken wir erstmal die Leiche an. Kann man mit ihm reden? Piss dich. Er läuft drüber. Ja, wir unterhalten uns. Celine Henry. That's a closed case.
This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriends. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Oh, okay. Oh, wie soll ich das beschreiben? Also erstmal die Leiche, uiuiui. Nee, es gibt... Mir fällt das Wort nicht ein. Ähnlichkeiten zum anderen Fall, den wir abgeschlossen haben. Unser letzter Fall mit der Celine Henry, wo da erschlagen wurde. Oder erstickt wurde, ist, ich weiß nicht mehr. Ja, mal schauen. Wir haben eigentlich den Mörder, ihr Mann, ja auch gar nicht befragt. Der ist ja immer noch im... Immer noch in Untersuchungshaft oder so. Weiß nicht, ob er schon verurteilt worden ist. Auf jeden Fall haben wir ihn eingesperrt, aber nicht befragt. Gut gemacht vom Spiel, wenn die Fälle sich irgendwie überschneiden. Vielleicht ist der Fall noch gar nicht wirklich abgeschlossen. Vielleicht war der Mann gar nicht der Mörder, sondern läuft noch frei herum und hat auch diese Frau getötet. Ja, da war was. Oh, nee. Schon wieder ein Ring, wo fehlt. Wie im letzten Part. Da hat auch der Ring gefehlt. Uiuiui. Aber ist da Lippenstift auf dem Körper? Nee, ich sehe nur Brüste. Uiuiui, die sieht brutal aus. Und diesmal mache ich keine Witze. Was haben wir hier? Seilmuster, okay. Mit einem Seil wurde sie wahrscheinlich erstickt. Noch was? Haben wir alles? Spannend, spannend. Da haben wir was. Also schon wieder eine Tasche, wie immer. Liegt immer schön am Tatort rum. Und da ist wahrscheinlich wieder ein Lippenstift dabei, oder? Okay. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. Diesmal haben wir den direkten Namen. Weil im letzten Part nicht, so im letzten Fall. Da müssen wir erst in die Bar gehen und den Namen herausfinden, um den Namen herauszufinden. Geld hat sie auch dabei. Ja, das war mit Sicherheit kein Raubmord. Wieder einpacken, nicht einstecken, Cole. Das kommt nämlich alles raus. Wenn du was klaust hier, dann ist deine Karriere ganz schnell vorbei. Detectives, R&I says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What I tell you? Let's grab the husband, take him downtown and work him over. We can have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Okay, unser Partner ist natürlich fest davon überzeugt, dass ihr Mann sie getötet hat. Wir will natürlich nur fressen gehen. Aber ich glaube, da steckt weitaus mehr dahinter. Ist bestimmt irgendein Sexmörder in der Stadt unterwegs. Spuren? Ah. Stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Gut, könnten Nachahmer gewesen sein. Schuhgröße, was waren das nochmal? Ich weiß, wir hatten irgendwie Schuhe im Damenschuh in der Wohnung gefunden. 43 oder so. Oder 41, irgendwas mit den beiden Zahlen. Bin ich mal... Ich habe alle Hinweise, ich hab's gehört. Sehr nice. Noch irgendwo... Wie sprintet man hier? Also, noch irgendwo Hinweise? Unnötige Hinweise? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, gut, das machen wir. Wir holen unser Notizbuch raus. Wen haben wir denn alles? So, wie heißt die? Deirdre Muller? Und ihr Mann Hugo Moller. Schubdrücker am Tatort. Aber welche Schuhgröße? Haben wir noch nicht. Hinweise? Fehlender Schmuck, ja. Seilmuster. Kleine Männerschuhabdrücke.
Okay, könnte aber auch ein Nachahmer gewesen sein. Orte. Wohnort. Sollen wir noch kurz mit irgendjemandem versuchen zu reden? Mit dem da? Nochmal, mit dem Gerichtsmediziner, wenn das einer ist? Ja, ich glaube schon. Nee, der will sich nicht unterhalten. Dann gehen wir mal kurz zurück. Wo waren das jetzt? Haben wir verlaufen? Wo ist mein Partner? Ich glaube, der ist schon zurückgegangen. Ja, danke, Handy. Ich glaube, hier kann man raus, oder? Ob wir da noch mit jemand reden können? Wenn nicht, fahren wir zum Wohnort. Ah, der wartet schon, unser Kollege. Da hinten, was mit denen? Zwei süße Schnitten. Das stört die gar nicht, wenn ich die anrempel. Dann wählen wir das doch mal aus. Wohnsitz. Und fahren dahin. Steigen ein. Ich hoffe, unser Partner auch. Kollege, raucht ihr gerade eine? Was? Ach so, Fahrzeug. Oh, ich schiebe meinen Partner weg. Ist das mein Partner? Hallo? Hallo? Der ist gar nicht unser Partner. Ah, da hinten ist der. Der war wahrscheinlich gerade auf dem Klo. Warum hauen jetzt alle ab? Nur weil ich die Sirene angemacht habe. Hallo? Hallo? Ey, bist du dumm oder so? Ich warte hier 10 Minuten auf dich. Ich hoffe, wir sind hier fertig. Ja, rückwärts fahren soll gelernt sein. Ist aber auch dumm geparkt hier. Irgendwie spinnt er gerade. Oh, Junge. So nervig. Einfach durchfahren. Fertig. Wo haben wir das? Wo wohnen die? Moment. War nicht hier auch der Wohnsitz von der Celine Henry im letzten Fall? Und war hier nicht irgendwo der Tatort? Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Darf ich schon wegfahren? Anscheinend schon. Ah, okay. Er labert. Scheint nicht so falsch zu sein, was ich hier mache. Deirdre Muller has suffered enough. More than wow. enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling Also ich denke, she was a woman, wasn't she? Da, wow. Also ich denke, dass die Fälle sich irgendwie überschneiden, dass wir einen Falschen eingesperrt haben, dass der Mann gar nicht der Mörder war. Vielleicht müssen wir den nachher noch befragen im Verlauf des Spiels. Wo fahre ich denn da am besten lang? Ich fahre einfach mal hier lang. Und dass immer noch der Mörder rumläuft von Celine Henry und auch dieser von diesem Fall der Mörder ist. Mal gucken, ich bin gespannt. Wow, ich mache hier aber auch Sachen, ey, das ist unfassbar. Ganz vorsichtig, wir spielen kein GTA. Muss ich mich immer selbst dran erinnern. Sonst baue ich hier immer Blödsinn. Mache ich Blödsinn, besser gesagt. Baue ich Scheiße, wollte ich sagen, so. So, Sirene an, dürfen wir das? Ich weiß nicht. Ich mache sie einfach mal an. Kann sein, dass ich das falsche Auto genommen habe? Ja, ne? Ich habe gar nicht mein Auto genommen. Egal, ist von der Polizei. Weil da hat ja gestanden, neues Fahrzeug, obwohl ich ja mit ihm dahin gefahren bin. Und unser Partner war schon an unserem Auto wahrscheinlich. Egal, gehört alles der Polizei, also leckt mir die Kimmer. Einfach mal so von der Straße abdrängen, die Ente da. So geil. Scheiß auf alle. Wo fahre ich denn am besten lang? Nach rechts. Rechts, ja. Ja, da die kleine Gasse da. Oh, zu weit gefahren. Mülltonnen umfahren. Warum steht das überhaupt da? Macht die Müllabfuhr nicht ihren Job? Wow, kann man auch hier einen Vogel treffen. Aber cool gemacht mit den Vögeln hier. Wow. Aber so schnell fahren wir gar nicht. Schon wieder Ruhe, der ist. Kann man hier auch ein bisschen schneller fahren? Gibt es hier einen Lamborghini oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja, auf welche Seite? Ich glaube, wir sind richtig. Gehen wir schon rein? Ja, wir gehen mal rein. Yeah. Oh Gott, ist das ein Haus? Wenn man das überhaupt Haus nennen kann. Alles klar, er speichert. Aber
würde sagen, machen wir im nächsten Part. Wir gehen da im nächsten Part rein. Gucken, ob ihr Mann zu Hause ist. Übermitteln ihm die traurige Nachricht. Wenn er es nicht schon weiß, wenn er nicht der Mörder ist. Und dann befragen wir ihn und durchsuchen das Haus. Okay, gut, dann war's das für den Part. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.